Hallo, hier ist dieser Paul mit dem Thema Raspbian oder andere Abbilder sehr einfach mit Etcher auf eine SD-Karte schreiben. Viele nehmen unter Linux den Kommandozeilenbefehl dd, um ein Raspbian-Abbild auf eine SD-Karte zu schreiben. Der Windows-User mag es vielleicht mit einem Hauch mehr Klick und nimmt Tools wie zum Beispiel Win32 Disk Manager. Das funktioniert alles sehr gut. Wer sich schon einmal mit dem Thema Raspberry Pi beschäftigt hat, der ist über eine der Milliarden Anleitungen gestoßen, wie sich ein Image auf den Raspberry Pi auf eine SD-Karte prügeln lässt. Dabei ist es egal, ob Raspbian oder Ubuntu oder. Anfänger sind vielleicht etwas überfordert und dürften sich über Etcher freuen. Nebenbei bemerkt, schreibt die Software nicht nur Raspbian oder Betriebssysteme für den Raspberry Pi auf SD-Karten. Damit kannst du auch andere ISO-Abbilder mit Linux-Varianten auf USB-Sticks schreiben. Bei Etcher handelt es sich um ein Programm, mit dem du in nur drei Schritten und grafisch das Abbild auf die SD-Karte schreibst. Abbild auswählen, Massenspeicher auswählen und los geht's. Sehr schön ist an dieser Stelle, dass das gleiche Programm mit gleichem Aussehen für Linux, Windows und Mac verfügbar ist. Ich widme mich mal ganz überraschend der Linux-Version. Die Software befindet sich offiziell noch in einem Beta-Status. Du darfst sie kostenlos von etcher.io herunterladen. Einmal Klick auf Download für Linux. Für Windows gibt es übrigens Installer oder portable Versionen für 32 und 64-Bit. Für Linux stehen ebenfalls 32 und 64-Bit-Varianten zur Verfügung. Das Programm kommt als App-Image. Das ist ein Paketformat, das alle Abhängigkeiten mit sich bringt. Nach dem Download entpackst du die Datei und überprüfst, ob sie ausführbar ist. Anklicken und entpacken in den persönlichen Ordner. Persönlichen Ordner öffnen. Schauen, ob die Datei ausführbar ist. Ja, ist sie. Unter Linux Mint muss man die Datei nun lediglich ausführen mit einem Doppelklick. Beim Ausführen der Datei wirst du eventuell gefragt, ob sich das Programm in das Menü integrieren soll. Das ist deine Entscheidung. Es startet auch, wenn du das verneinst. Nach dem Start sieht die Sache so aus: Image auswählen, SD-Karte auswählen. Sind mehrere SD-Karten oder USB-Sticks eingesteckt, dann kannst du dich für einen Massenspeicher entscheiden. Wie dir vielleicht auffällt, wird die Festplatte des Systems nicht angezeigt. Ich habe zu Testzwecken zwei USB-Sticks angeschlossen. Nur die werden mir als Option angeboten. Das ist ein gewisses Sicherheitsnetz, um Anfängern das Leben nicht unnötig schwer zu machen. Anwender von DD wissen, dass dieses Tool keine Gnade kennt und ohne weitere Rückfragen überschreibt. Bei Etcher bekomme ich diese Option erst gar nicht. Also in den Standardeinstellungen. Klickst du nun auf Flash, dann wird das Abbild auf den entsprechenden Datenträger geschrieben. Das Schreiben dauert je nach System und Geschwindigkeit der Massenspeicher eine gewisse Weile. Ist das Schreiben des Abbilds abgeschlossen, kannst du das gleiche Image noch einmal schreiben oder ein anderes auswählen oder das Programm einfach schließen. Rechts oben findest du ein kleines Rädchen, das auf die Einstellung für Etcher hinweist. Unter Settings stellst du mit den beiden unteren Optionen ein, dass der Datenträger bei einem erfolgreichen Schreiben des Abbilds ausgeworfen wird. Ebenso kannst du den Schreibvorgang überprüfen lassen. Diese beiden Optionen sind per Standard aktiviert. Unter Advanced befindet sich der Unsafe Mode. Neben dem ist mit Dangerous eine Warnung, die du ernst nehmen solltest. Aktivierst du die Funktion, dann werden dir auch
die Festplatten des Systems als mögliche Ziele angeboten. Aus diesem Grund gibt es vor Aktivierung noch einmal eine dicke Warnung. Nun könntest du dir sicher die Frage stellen, ob es Agile überhaupt braucht. Es gibt ja diverse Methoden, die sich alle bewährt haben. Ich bin der Meinung, dass ein plattformübergreifendes Tool auf jeden Fall die bessere Alternative ist. Das gilt vor allen Dingen dann, wenn Anfänger involviert sind. Denen steht immer die gleiche Software zur Verfügung, egal auf welchem System sie sich herumtreiben. Es schadet auf keinen Fall, Agile im Hinterkopf zu behalten. Weitere Methoden, einen Raspberry Pi zu bestücken. Die hier genannte Software ist bequem. Unter bestimmten Umständen ist es aber noch bequemer, einen Raspberry Pi, Raspberry Pi 2, 3 oder Zero zu bestücken. LibreELEC bietet zum Beispiel den USB SD Creator. Der ist nur dafür gedacht, LibreELEC auf eine SD-Karte zu spielen. Bei so einem Spezialfall ist der USB SD Creator womöglich die bessere Wahl. Hast du keine Peripheriegeräte am Raspberry Pi, wie zum Beispiel Tastatur, Maus und Monitor, dann ist Pi Bakery ein Blick wert. Da gibt es derzeit keine Linux-Version und das Programm befindet sich noch in der Entwicklung. Aber auf einem Merkzettel kannst du es dir trotzdem schreiben. Das war unser Powerful Home Screencast. Ciao und viel Glück!